Werndli, Niederberger, King, Lemons, Böllo und Zen. Lena Werndli hat ebenfalls die Limite erreicht für die U23 EM über die 400 Meter Hürden und diese Distanz, die 400 Meter flach. Und Lemons hat Böllo schon eingeholt. Silke Lemons, Rachel Böllo auf der Bahn 4 und der Bahn 5. Die führen das Rennen deutlich an. Und Lemons muss jetzt knautschen. Böllo greift hier in der Kurve an. Man hat gesehen, wie sie da noch mit den Armen zusätzlich arbeitet. Knackt eine dieser beiden Athletinnen die 53-Sekunden-Marke? Wenn ja, wer oder vielleicht sogar beide? Im Gleichschritt sind sie unterwegs. Rachel Böllo, Silke Lemons. Hinten kommt Sarah King auf. Sarah King mit einem fulminanten Endspurt. Und es ist Sarah King, die gewinnt in 52,98. Sie überspurtet da Silke Lemons zum Schluss noch. Und auch Rachel Böllo muss federn lassen. Wow, was war das für eine Zielgerade der Langenthalerin. Die drückt da ihre persönliche Bestleistung von 54,12 auf 52,98 inoffiziell. Und ja, da hat eine die 53er-Marke geknackt, die wir nicht auf der Rechnung hatten. 52,99 und somit ist es klar, dass es auch Silke Lemons nicht gepackt hat. Sarah King gewinnt den Titel, die hatten wir gar nicht auf dem Radar. Und